Hallihallo, meine Süßen. Heute habe ich noch mal ein Haul-Video, aber zuerst kommt ein ganz kleiner Vlog. Und zwar war ich ja heute in der Stadt wegen Shopping und so weiter. Und da hatte Seed gerade einen Dreh für sein neues Musikvideo. Deine Zeit heißt der Song. Seed, denke ich, werdet ihr kennen. Peter Fox und seine Gang sozusagen. Und ja, mein Freund meinte, komm, wir gucken mal, wir gehen mal dahin und schauen mal. Und ja, dann haben die ihr Lied da gesungen und halt aufgenommen. Und jetzt kann es sogar sein, dass ich vielleicht dann mit im Musikvideo zu sehen bin. Das finde ich total cool eigentlich, weil die Leute haben gleich so ein bisschen als Statisten fungiert sozusagen. Und ja, dann hat Peter Fox auch Autogramme gegeben. Ich habe auch eins bekommen und ja, Fotos habe ich gemacht. Also total cool. Also ich hätte nie gedacht, dass man auch mal so nah dann an die Stars sind das ja auf jeden Fall rankommt. Und ja, vor allen Dingen bei uns in so einer kleinen Stadt wie Chemnitz hätte ich das nie gedacht. Also ich war echt baff und habe mich auch ein bisschen gefreut, muss ich sagen. Wenn ihr gerade wieder eine Tastatur schreiben hört und klicken hört, wundert euch nicht, mein Schatz, der sitzt gleich hier neben mir. Ja, so, jetzt zu meinem Haul-Video. Und zwar war ich bei Mediamarkt zuallererst. Habe für meinen Vati ein Handy gekauft. Das ist jetzt das Unwichtigste aus diesem Haul. Das ist das Samsung. Was ist das? Ach ja, GTS 5230 in Schwarz-Gold habe ich das genommen. Mein Vati brauchte unbedingt wieder eins und das war im Angebot für, ich glaube, 67 Euro oder so. Und ja, da habe ich den mitgenommen. Kriegt dann auch das Geld wieder. Aber der wollte unbedingt Neues und der kommt ja nie zum Shoppen. So, jetzt zu den Sachen, die ich gekauft habe. Ich war nochmal bei TK Maxx und habe mir da drei OPI-Nagellacke gekauft aus der Skyfall Edition. Die gab es letzten Winter, glaube ich. Zwischen Dezember so. Gekostet haben die drei Nagellacke 16 Euro, also völlig in Ordnung, weil wenn man bedenkt, normalerweise kostet einer schon so viel. Die eine Farbe habe ich jetzt schon, aber das macht nichts, weil die kann ich bei Kleiderkreisel tauschen. Das ist die Farbe Is That Silver. Die hatte ich mir ja schon beim letzten Mal mitgenommen. Und die habe ich jetzt nochmal mitgenommen. Und weil die so schön funkelt und ja, ich habe schon so viele Anfragen bei Kleiderkreisel für die. Ich hatte die schon reingestellt und jetzt kann ich meine behalten und kann die andere tauschen, ohne schlechtes Gewissen zu haben. Ja, und dann habe ich noch zwei andere mitgenommen, ebenfalls mit so einem wunderschönen Glitzer in einem, ja, bärigen rosa-lila-Ton. Das ist die Farbe Morning Money Penny. Und dann noch die Farbe Bond, James Bond. Und das ist so ein Gold, ja, Goldton, aber schon so ein bisschen auf alt gemacht, so ein Braungold und mit sehr schönem Schimmer. Auch eine sehr tolle Farbe, muss ich sagen. Hat mir sehr gefallen. Ja. So, das war es schon von TK Maxx. Mehr hatte ich heute nicht gefunden. Die hatten sonst nichts Gescheites. Nur die drei OPIs, die habe ich mir gleich geschnappt. Da habe ich nicht groß überlegt. Dann war ich im Kaufhof, weil ich in einem anderen Video gesehen hatte, dass Rimmel wohl alles für 1 Euro raushaut oder alles auf 50% reduziert hat. Und die waren aber alle bei Rossmann und Müller und das gibt bei uns, hat aber weder Rossmann noch Müller Rimmel. Und ich dachte, naja, guckst du mal im Kaufhof. Und es war dann auch so, hatte der Rimmel dort 50% auf alles und sogar Yuma Cosmetic hatte 50%. Und da habe ich bei Rimmel zwei Sachen mitgenommen. Zum einen diese Mascara, die finde ich schon seit ganz, ganz langer Zeit total toll, aber ich war immer zu geizig. Die kostet im Kaufhof 10 Euro. Ich glaube, die kostet auch normalerweise so zwischen 8 bis 9. Und das ist die Farbe 003 Intensive Black Sexy Curves Full Volume and Curl Mascara. Und die hat so ein ganz lustiges Bürstchen mit drei solchen, ja, Kügelchen. Und das ist ein Gummibürstchen und die finde ich ja sowieso ganz toll. Und deswegen habe ich die mitgenommen. Die hat jetzt noch 5 Euro gekostet von 10. Und dann habe ich mir noch einen Lippenstift gekauft von diesen lilanen. Das war der einzige schöne, der noch da war. Das ist die Farbe 600 Soft Coral. Und die schaut so aus. Also so korallig. Ich swatch die euch auch nochmal. Diese Rimmel Lippenstifte finde ich ja generell sehr schön.
Von diesen Lilanen habe ich bis jetzt nur einen, aber ich habe noch ein paar andere von Rimmel und die sind eigentlich von der Qualität alle immer sehr schön. Normalerweise kosten die so bloß um die 2-3 Euro, beim Kaufhof kamen die 5. Nein, 9 kamen die am Kaufhof. Also habe ich den jetzt für 4,50 bekommen. Ich glaube, so um die 5 kosten sie normalerweise. Aber es war nicht ganz so schlimm, weil für 4,50 kann man sich auch schon mal einen mitnehmen. Ja, und dann habe ich noch 4 Nagellacke bei Yuma mitgenommen. Von Yuma hatte ich noch nie was, aber ich habe schon viel von denen gehört. Und zwar sind das solche kleinen Nagellacke, 5 Milliliter. Da habe ich hier einmal so ein richtig kräftiges Neon-Pink. Dann ein knalliges Neon-Orange. Das finde ich richtig cool. Das ist eigentlich so richtig Textmarker. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Kamera so rüberkommt. Farbnamen haben die irgendwie nicht. Hatte ich schon geguckt. Dann habe ich ein, so ein Aquablau mitgenommen. Mit so einem Schimmer. Und zuletzt noch ein dunkles Blau mit ganz vielen Glitzerflockchen. Das hat mir am besten gefallen. Und da die haben pro Stück noch 75 Cent gekostet. Also das waren jetzt auch so die Nagellacke, die mich am meisten angesprochen hatten. Die hatten noch ein paar andere, aber diese 4 waren jetzt so die, die ich noch am süßesten fand. Ich habe dann insgesamt 12 Euro im Kaufhof bezahlt, also das ging schon. Ja, dann war ich noch bei DM, da habe ich mir noch ein paar Sachen mitgenommen. Ich muss es erstmal aus dem Beutelchen holen, tut mir sehr leid. Einmal habe ich hier eine Packung feuchte Reinigungstücher mitgenommen von Balea. Das sind die ganz normalen gegen trockene und sensible Haut. Die kosten 1,29. Dann habe ich für meinen Schatz was mitgenommen und zwar von Playboy. Das Playboy London für 3,75 Euro war es runtergesetzt von über 6. Ich weiß nicht warum, vielleicht geht es aus dem Sortiment oder so, keine Ahnung. Es war auch als einziges noch übrig. Und das kriegt er jetzt zu Ostern gleich mit, weil er es jetzt nicht sofort haben wollte. Schaut so aus. Also das ist Parfüm. 50 Milliliter und riecht total lecker. Davon hat er schon mal das Deo gehabt und das hat mir schon sehr gefallen an ihm. Und dann habe ich noch einen neuen Essence-Lippenstift entdeckt. Den hatte ich noch gar nicht gesehen, als ich mir das neue Sortiment angeguckt habe. Und heute ist er mir so ins Auge gestochen, weil er so neonfarben ist. Die Farbe 65 Glow Neo Glow und der ist total cool. Der sieht so ein bisschen aus wie mein Maybelline Popstick. Der ist so durchsichtig und der schimmert total cool. Ich glaube, ihr seht es. Ich habe den auch noch nicht geswatcht, also er ist jetzt noch komplett unangetouched. Ja, okay. Ich glaube, das ist so ein wie die Popsticks. Der hat nur so einen ganz zarten rosa Schimmer, aber der glänzt wie Bolle. Hier, jetzt seht ihr es, da glänzt er. Aber der hat nur so einen ganz leichten rosa Schimmer. Aber eigentlich nicht schlecht jetzt so für die Arbeit, wo ich jetzt im Hort bin, da kann ich ja nicht so knallige Farben tragen und ist der eigentlich auch ganz schön. Ja, und dann habe ich noch 2 neue Nagellacke aus dem P2-Sortiment mitgenommen. Und zwar einmal die 010... Adorable, keine Ahnung. Und zwar sind das solche Sand-Style-Polishes. Aber das sieht voll schön aus. Das ist so ein ganz zarter Rosaton mit Glitzerflocken. Und es soll halt so ein Sandmuster machen. Und das fand ich ganz interessant. Aber ich habe erstmal bloß 2 zum Testen mitgenommen. Und die zweite Farbe ist die 020 Love Some. Und es ist so ein Rot-Gold-Schimmerton, auch leicht pink. Fand ich auch super interessant, die Farbe. Es gab nur so ein Lila, aber das war jetzt nicht so meins. Deswegen habe ich nur die beiden Töne mitgenommen. Ja. So, und jetzt zum Schluss noch bei New Yorker. Da habe ich mir einen Teil gekauft. Und zwar ist es jetzt schon für den Frühling super. Das war auf 4 Euro reduziert. Das seht ihr nicht. 4,95. Und ja, das schaut so aus. Also es hat so riesengroße Flatterärmchen, dann ist es unten so ein bisschen schräg geschnitten, ist dann an einer Seite gerafft und ja, man muss es auch so schräg über der Schulter tragen. Aber es hat so kurze Ärmelchen, die sind nur so, ja ich sag mal, bis hier so kurz vorm Ellenbogen. Und das fand ich halt total cool, jetzt für einen
Frühling, wenn es noch nicht so heiß draußen ist und ja, man halt einfach nur so ein legeres Teil oben drüber ziehen will. Fand ich das total toll. Ja, so, das war's von meinem Haul. Also, es ist nicht so viel, aber es ist doch schon wieder ein bisschen was. Und ich freue mich riesig über die OPI-Nagellacke, dass ich da wieder so ein Schnäppchen gemacht habe. Und dann, ja, war's das jetzt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!